Wohl. Cheers, hein? Stoßen wir auf den Klucki an. Auf den Klucki. Auf den Klucki. Genau, auf den Klucki. Auf den Klucki. Auf den Klucki. Und Ela. Und Ela, du hoffentlich, dass wir das Plätzchen bald wieder füllen können. Ach, genau. Aber das ist vermutlich in den Hochzeitsvorbereitungen. Ja. Das ist übrigens, dort hat er in diesem Jahr Ela kennengelernt. Ah, er ist mit mir auf Barcelona und ich glaube, er hat sie dort gerade kennengelernt. Das war ganz frisch. Mich hat es gewundert, dass er nicht am anderen Tag wieder heimgeflogen ist. Das war dort. Wie lange sind sie zusammen? 7 Jahre? Im 16. war es. Barcelona, Celta Vigo, 6-1, Allzeit 1-1. Okay. Sonntagabend. Kannst du googeln und siehst das Datum. Und dort, das war im Februar. Also, ich weiss ja, aber ich meine, sie haben sich im Januar kennengelernt. Sie haben sich kennengelernt. Online. Und am gleichen Tag sind sie auch online. Online. Kennengelernt. Bartchips. Badu kennengelernt, geschrieben und am Abend im Papiersaal sich getroffen, zufälligerweise. Ach, stimmt, das hat er mal erzählt. Super. Er hat sich dann auch getraut, sie anzusprechen und sagt mir, ja, ein riesen Zufall. Ja. Juventus. Oh! IF Juventus. Lolololo. IF Juventus. Lolololo. Dort aus Imbrunst. Er hat mir so letztens gesagt, er sei nur wegen mir gekommen. Aber ich glaube, er ist schon am Anfang mit Andracchi und so, ist dann natürlich schon mit Leib und Seele dabei gewesen. Ich meine, wir sind auf Tölliwagen gefahren mit dem Mike. Ja, Barcelona war da schon. Barcelona, Trainingslager. Dann tue ich es nicht mehr waschen, bis wir es noch wieder einmal schaffen. Oh, 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 oh. OPF! 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 Jawohl! Ja! Tut zum Wohl, Christian. So, Dani, jetzt sind wir wegen Glucki da. Nicht da die ganze Zeit auf deinem Tipkick-Ding da rumzuklicken. Tipkick? Nein, ich schaue jetzt da, wie das Wetter wird am Hochzeit. Was war Wetter? Kannst du gucken, wie das Wetter ist? Ah, beim Glucki. Ja, am Hochzeit, am 4. August. Ja. Oh, oh, oh. Also, so wie es aussieht, wird es richtig heiß. Oh, dann kann ich doch kurze Hose anziehen und Badeschlappen. Ja, sicher. Krawatze. Ist ja bei mir auch mit der kurzen Hose gekommen. Ja, also sonnig. Herzlich willkommen zu den Mädchen-News. Ich stehe da hier auf dem Berg in Uster und endlich ist es da, das Hoch-Ela. Das Hoch-Ela, das wanderte heute Morgen von der Nossiger Straße, wo es seit dem 1.6. ist, also seit über 2 Monaten, hier hoch zur Burg, wo wir jetzt auch spüren, dass das Hoch-Ela da ist. Doch was macht das Hoch-Ela so speziell? Es geht allen besser. Ich stehe hier im Epizentrum, hier auf der Burg, und mir und allen anderen rund um mich herum geht es besser. Doch was ist eigentlich die Charakteristik von einem Hoch? Wir sprechen dann von einem Hoch, wenn der Luftdruck hoch ist. Der Luftdruck, der wird in Hektopascal gemessen. Normalerweise ist er etwa bei 1040. Das höchste je gemessene Hoch auf der ganzen Welt ist 1062, doch
Aufgepasst, das Hoch Ela, da ist der Luftdruck nicht nur bei 1062, nein, sondern auf 1966, also fast das Doppelte. Und der Luftdruck, der bleibt immer gleich hoch. Doch ist das Hoch Ela, wie sieht das überhaupt aus? Bei Ela ist es immer sonnig, aber nicht wolkenlos. Kennen Sie die Cumulus und die Schäfchenwolken? Vermutlich schon. Doch haben Sie auch schon mal von den Ela-Wolken gehört. Das sind kleine Wolken in Herzform und die gibt es nur beim Hoch Ela. Wenn wir da gegen den Himmel schauen, dann sehen wir, dass genau diese Ela-Wolken jetzt auch wieder da sind. Lassen Sie mich noch einen Exkurs in die Wetterterminologie machen. Man kann Hochs und Tiefs, die sind käuflich erwerblich. Das weibliche Geschlecht hat das Hoch annektiert und die Tiefs sind männlich. Für mich ein bisschen überraschend jetzt mit der ganzen Gender-Diskussion, wieso müssen Hochs weiblich sein und Tiefs männlich. Der Grund wird einfach sein, dass die Frauen sind einfach schöner als Männer und darum hat man logischerweise die Hochs nach weiblichen Personen genannt. Hochs können gekauft werden und weibliche Hochs, die gehen weg wie frische Semmeln. Wobei Männer, Hochs, die sind eher Ladenhüter. Doch aufgepasst, das Hoch Ela, das ist nicht mehr käuflich. Ich möchte Ihnen sagen, weshalb das Hoch Ela auch nicht mehr käuflich ist. Die WWWA, die World Wide Weather Association, hat entschieden, dass das Hoch Ela nicht mehr gekauft werden kann. Die Professoren, die waren im Archiv und haben festgestellt, dass seit über 50 Jahren immer schönes Wetter am 1. Juni herrscht. Ich darf Ihnen kurz vorlesen, wie sich das Wetter in den letzten Jahrzehnten am 1. Juni entwickelt hat. 1966, der Beginn eigentlich des Hochs Elas. Hoch über Großbritannien, Deutschland, Skandinavien, sonnig und schön. 10 Jahre später, 1976, flache Druckverteilung am 1.6. sonnig. Und dann auch 1986, auch da Wetterbesserung, nicht ganz so schön, doch auch mehr oder weniger sonnig. 1996 in ganz Großeuropa, meist sonnig. 2006, 40 Jahre nach der Messung des ersten Hochs Elas, sonnig und warm. Und 2016 ebenfalls sonnig und warm. Und wenn wir heute noch draußen schauen, auch sonnig und warm. Und das seit dem 1. Juni. Die Professoren haben dann auf dieses effektive Datum zurückgeschaut und festgestellt, dass es eine weibliche Person an diesem Tag gibt, die wurde dann geboren, also am 1. Juni 1966 und der Entscheid wurde von diesen Professoren einstimmig gefallen, dass für Ela Hackfeld-Klukas der Entscheid gefällt wurde, dass dieses Hoch nicht mehr gekauft werden soll. Im Eishockey heißt es dann immer wieder Hall of Fame, da wird die Nummer hoch ins Dach gezogen und bei den Wetterhochs ist jetzt das Hoch Ela, das ins Dach hochgezogen wird und nie mehr käuflich, erwerblich, ersteigert oder gekauft werden kann. Doch wie lange bleibt uns das Hoch Ela denn überhaupt erhalten? Wir haben es uns nicht nehmen lassen und auf den Radarschirmen nachgeschaut und das Hoch Ela bleibt uns den ganzen Tag erhalten. Das sind doch super News. Ich möchte Ihnen jetzt ganz am Schluss noch etwas mit auf den Weg geben
uns allen, geht es in der Regel gut. Manchmal geht es uns vielleicht nicht ganz so gut. Und dann denken Sie einfach an das Hochelan und es geht Ihnen gleich besser. Daher sind wir unendlich dankbar, dass Manuena Klukas Hackfell, geboren am 1. Juni 1966, für dieses gute Gefühl von uns allen verantwortlich sind und wir dieses Hochelan haben. Das sind meine Schlussworte zum Wetterbericht. Das wäre es gewesen. Ich gebe von Uster von der Burg zurück ins Studio. Ich hätte das im Fall gewusst. Ich habe den Klucki, gell? Du meinst, es ist so wie ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe einen Bericht im Fernsehen gesehen. Nein. Der ist im Fall noch berühmt. Wieso? Nur weiss es einfach niemand. Es gibt so eine Sendung, Fake oder Fakt. Fake oder Fakt? Dort haben sie einen Bericht gebracht, das gestern im Fernsehen gesehen. Irgendwie. Bitte. Wir müssen nachher mal schauen. Fake oder Fakt ist auch noch wunderbar. Schön, dass Sie auch heute Abend wieder eingeschaltet haben zu Fakt oder Fake, eine weitere Ausgabe zu einem Magazin, welche unglaubliche Geschichten aufdeckt und die Wahrheit ans Tageslicht bringt. Auch heute haben wir wieder für Sie drei interessante Geschichten zusammengestellt, recherchiert und es geht um eine Person, welche Sie vermutlich so nicht kennen, doch wenn Sie die wahre Geschichte kennen würden, dann wäre diese Person heute weltberühmt. Sie wäre in den Bestsellerlisten von den Büchern in Hollywood, wäre sie präsent in der Hitparade und so weiter. Aber schauen Sie selbst, hier kommt Fakt Nummer oder Fake Nummer 1. Wer kennt es nicht? Den berühmten Roman Der Pferdeflüsterer. Viele Mädchen haben ihn gelesen. Es wurde ein Hollywood-Film draus gemacht. Robert Redford wurde mit diesem Film weltberühmt. Man sieht ihn hier, wie er mit diesem Mädchen versucht, dieses von ihm ja als Pferdeflüsterer gezähmte Pferd wieder aufzurichten, das Mädchen zu therapieren. Eine wunderschöne Geschichte, ein Drama, ein Liebesdrama. Doch ist Robert Redford wirklich der wahre Held? Ist er der Pferdeflüsterer? Wie gut kann er reiten? Wie gut kann er es überhaupt mit Pferden? Diese Frage sind wir nachgegangen und wir sind dann zum Schluss gekommen. Ja, Robert Redford ist ein hervorragender Schauspieler, doch der wahre Pferdeflüsterer sehen Sie im Hintergrund. Das ist der wahre Pferdeflüsterer. Schauen Sie sich an, wie er dieses Pferd liebkost, wie das Pferd Vertrauen zu ihm hat, wie sie sich, das ist eine Symbiose, wie wenn sie sich schon jahrelang kennen würden. Er geht auf das Pferd ein, das Pferd ist eins mit ihm und für uns ist das der wahre Pferdeflüsterer. Und eigentlich hätte diesem Mann, dem wahren Pferdeflüsterer, die Rolle des Pferdeflüsterers in Hollywood zugestanden sein müssen. Leider nicht. Schade. Unglaublich, was jetzt im Fake Nummer 1 gesehen haben. Doch es geht gleich weiter. Hier kommt Fake Nummer 2. Ciao Hoheit, wie geht's denn? Und die hübsche Dame neben dir? Das ist meine Mutter. Oh, und ich dachte, es wäre deine Schwester. Wenn wir verheiratet sind, dann... Wenn wir verheiratet sind? Ja, wenn wir... Ah, du willst wissen, wann wir heiraten werden. Du musst ja schließlich auch das Datum wissen. Du sollst die Tür aufmachen. Die Unterhaltung mit dem Fahrer ist nicht gestattet. Ich befehle dir zu öffnen. Dazu hast du kein Recht. Noch sind wir nicht verheiratet. Ich liebe dich. Und das eine merkt euch, wenn ich verliebt bin, gebe ich dem Affen Zucker.
Alle guten Dinge sind drei. Auch hier noch die letzte Fake-Geschichte von dieser Woche. Hier kommt Fake Nummer 3. Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, wie Erde sie weint, wie kein anderer Planet, dann haben wir umsonst gelebt. Wenn eine Träne nur Wasser noch ist, dann sind wir jenseits vom Eden. Wenn man für Liebe bezahlen muss, nur um einmal zärtlich zu sein, dann haben wir Das wäre schon wieder gewesen von Fakt oder Fake. Auch heute wieder drei unglaubliche Geschichten, die Ihnen hoffentlich die Augen geöffnet haben. Wir werden auch nächste Woche wieder auf Sendung sein und mit haarsträubenden Geschichten aufwarten. Einen wunderschönen guten Abend. In München steht ein Hofbräuhaus. Eins, zwei, super! So manches Wasser aus. Eins, zwei, super. Da hat schon mancher brave Mann. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, super. Kochen, kochen kann man glaube ich auch, gell? Du kochst. Sehr gut, ja. Gut. Auch da macht er ein anderes Statement, oder? Also er hat auch, wo wir am Hotel waren, das super gemacht. Ein Risotto? Er ist natürlich schon ein Gourmet. Darum geht er so gerne in McDonalds, oder? Currywurst essen. Ja, ja, aber wie so ein Koch, weißt, so mit der weißen Hose, barfuß und ja, so. Ja, so ist schon ein Schallkoch. Aber bei uns in der Familie. Bist du fertig mit dem Setzen? So geil. Tu noch mal dort den Kopf. Zeig noch mal schnell. Paul Bocuse. Nein, ich ist ja nicht zum Lachen, ja, gell, wenn ich den Risotto anschaue. Er kommt schon noch gut. Ich komme dann. Sie sind aus, sie sind gut aus. Sieht super aus. Sieht super aus, bin schon halt gesoffen. Das ist doch geil, dann nimmt er alles raus. Ich habe so. Ja, die Montagsmaler cool gefunden. Ja, gut. Früher war das ganz gute Sendung. Einen schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Die Montagsmaler. Auch heute steht mir wieder ein prominentes Zeichenteam zur Verfügung. Das wäre einerseits wäre das der John Giri, das ist der Liebesschmecker aus dem Jean Fick. Wir haben Tim, den CEO von Parship. Dann haben wir noch Carly, den Tipkick-Profi aus Basel. Und zu guter Letzt Hausi, den Olympiasieger aus Gran Canaria. Sie werden aufgrund der Zeichnungen, die wir Ihnen gleich einblenden werden, versuchen, den Begriff zu erraten. Ja, mir schmeckt es schon richtig. Da ist grafisch, da ist wie ein, der Liebesduft, der ist da in dieser Zeichnung drin, da ist ein Strich, das ist ja Vella vom Liebesduft. Das ist grafisch, das muss irgendetwas mit der Liebe zu tun haben. Hundertprozentig. Ja. Ich glaube, das ist die Elbe. Das muss die Elbe sein. Die Wolken, der Horizont, das muss. Ich denke, das ist die stille Elbe und da scheint sich ein Segelboot zu manifestieren. Ist das wohl ein Segelboot? Alle miteinander. Also ich sehe ganz klar. Ich sehe mir vor Gran Canaria da in der Nähe von Maspalomas zwei Menschen, die umeinander rum sind und einander irgendwie ja, gerne haben. Das muss irgendetwas mit einem Tipkick-Bolle sein. Ich denke, oder vielleicht auch ein Herzchen von einem Bärchen.
Ich kann es nicht sagen. Ja, aber ich bin jetzt eher, dass es etwas mit einem Tipkick-Ballen ist. Schwarz und weiß, ja, schwarz sieht man aus. Jetzt war auch blau drin. Es könnte das Weiss-Blau vom FC Zürich-Logo sein. Ja, irgendetwas mit der Liebe. Ich merke schon. Das ist ein Pärchen, das sind irgendwie, die haben miteinander etwas. Ich glaube, das hat nichts mit Pflanzen zu tun. Das muss, irgendetwas muss das am Meer sein. Ich kann es aber nicht genau sagen. Es ist irgendetwas. Aber ich merke die Liebe richtig, wie sie rauskommt. Oder? Ja, das könnte aber auch das erste Date bei Parship sein. So sehen unsere Verliebten aus, wenn sie sich das erste Mal treffen. Sie kuscheln sich aneinander, hinten sieht man immer noch die Elbe im Hintergrund. Was kann durchaus ein erstes Date bei Parship sein? Ja, das sind zwei Liebeschmecker. Wie gesagt, immer. Zwei, die einander schmecken. Er schmeckt an ihr, sie schmeckt an ihm. Das muss irgendein herziger Bärli haben. Das ist definitiv ein Bärli. Das sind zwei Menschen. Das sieht man sofort. Zwei einander gerne haben. Turteltübli oder eben ein Liebespaar am Strand. Das sieht man ganz, ganz klar. Der Hause mit seinem Auge sieht das. Ja. Jetzt wird es auch eingeblendet. Wer hat es herausgefunden? Der Hause. Wer denn sonst? Ja, das wäre es bereits wieder gewesen von einer neuen Ausgabe von Die Montagsmaler. Wir sind auch nächste Woche wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Sender mit neuen Begriffen, welche unsere Promis versuchen zu erraten. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, Dennis. Servus, Dennis. Noch schnell. Ist gut. Ja, also, wir spielen seit ein paar Jahren. Am Anfang war er nichts. Wirklich, er hat einfach Badminton gespielt, aber Dennis hat er nicht können. Ich habe schon ein gespielt, aber auch nicht gut. Und irgendwann hat er mich auch geholt. Er hat natürlich ein Sportgefühl. Weißt du, ich war eher ein Sportler. Er hat ja. Eishockey gespielt. Er hat Baseball, Hockey hat er gespielt. Und du merkst einfach, das Sportgefühl hat er schon. Dann irgendwann sind wir auf einer Stufe, was aber an mir mehr Spass macht. Dann gibt es Serien, die er gönnt, Serien, die ich gönne. Das letzte schon dann runterlassen. Weil er einfach nicht so, er gibt auch mal ein bisschen schnell auf. Und da hoffe ich, dass ich immer mal ein bisschen von meinem Kampfgeist ein bisschen übermitteln kann. Er sagt, hey, der schießt mich so an, weißt du? Und ja. Aber er macht das gut und wir haben Spass. Und eben, er regt mich manchmal auf, aber ich bin ja froh, dass ich jetzt anscheinend einen Psychiater habe, der schaut, dass ich den Klucki liebe. Aber ich hoffe, dass er im Tennis dann doch noch runterhauen kann und nicht fest. Good afternoon, aus Wimbledon. Ja, das Favoritensterben geht munter weiter. Heute hat es auch den Turnierfavoriten Chris Klukas aus der Schweiz erwischt. Er ist gegen seinen Landsmann Daniel Nater ausgeschieden. In einem epischen Match haben die beiden alles gegeben und am Schluss musste leider Chris Klukas als Verlierer vom Platz gehen. Doch er hatte sich nicht nehmen lassen, auch nachher noch zum Interviewtermin zu kommen. Das Interview ist leider ein bisschen zweideutig. Wir hoffen, dass Chris Klukas seine Karriere trotz dieser sehr, sehr enttäuschenden Niederlage fortführen wird. So, er ist noch nicht warm, ja, er ist jetzt zufrieden. Der rührt sich da zu Schlägen vor. Wow, das war schön gewesen. Ja, das steht, das ist nicht drauf. So. So, jetzt machen wir noch. Ja, der ist ganz gut gewesen. Ja, lass die zwei noch durch. Ja, jetzt ist er wieder nervös gewesen. Lampenfieber, gell, sie. So. Oh. Ja. Komm, lass die noch durch da. Ja, komm, bring noch mal. So, ja, ganz geil. Der war richtig geil gewesen. Danke, Klug. Christian Klukas, du kannst gerade besser malen als Dennis. Spass beiseite. Wie hat es dir gefallen heute? Drei Spiele so. Alles sehr eng gewesen. Nicht so. Guten Aufschlag hast du gehabt. Ich kann mich nicht so wirklich freuen, wenn ich trotz härtester Gegenwehr aufgrund von eigener Unfähigkeit
nicht realisieren kann. Ja, habe fertig, Flasche leer. Du, was ich auch noch irgendwie gesehen habe, er engagiert sich auch so karitativ oder so. Ich habe gesehen, irgendwann hat er sich für einen Job beworben, für Zami-Klaus. Ehrlich? Ja. Gut, wo im da oder wo? Nein, ja, da muss ich nicht mal verkleiden, das ist ja super. Ja, der bringt ihn schon mit. Kinder haben ihn gern, der kann Geschichten erzählen. Ja, eben schaut der Dings da, da kann er schon ein bisschen. Bauch ein bisschen. Ja. Ist aber schön, ne? Ja. Er hat ja einen grossen Selbstkuchen. Ja. Liebes Publikum, der Nikolaus wendet sich so über die verschiedenen TV-Sender an die große Bevölkerung im deutschsprachigen Raum. Der Nikolaus ist in einem bestimmten Alter, wo auch er nicht immer mehr arbeiten kann und einen Nachfolger sucht. Am besten soll es einer sein, der es gut mit Kindern kann, Geschichten erzählen kann und, wenn er schon von Haus aus einen weißen Bart mitbringt, dann ist dieser Mann die perfekte Nachfolge von dem bei den Kindern so beliebten Nikolaus. Wer kann den Nikolaus ersetzen? Hey Klucki, das war genau dein Job. Bist du dabei? Ja! Lieber Christian, aus Tausenden von Bewerbern hat der Nikolaus dich auserkoren. Du bist der geeignete Nachfolger von Nikolaus. Du kannst sehr, sehr gut mit Kindern Geschichten erzählen. Hast selber zwei mittlerweile erwachsene Kinder. Du bringst von Haus aus einen weißen Bart und bist somit der geeignete Nachfolger von Nikolaus. Herzlich willkommen, wir werden den Arbeitsvertrag auf den 6. Dezember 2023 parat machen. Auf eine gute Zusammenarbeit, lieber Christian. Das ist bestimmt meine letzte Zigarette. Ich gebe mein Wort, meine letzte Zigarette. Ab morgen rauche ich nicht mehr, worauf ich wette und aufspür. Also, ab dem 11. Juli. Ab dem 11. Juli. Nur noch E-Zigaretten. Nur bist noch E-Zigaretten, okay. Ja. Okay. Ich bin Züge. Richtig, genau. Glück, wie viel bleiben wir denn jetzt? Haben Sie da grünes Licht gegeben? Können wir da tricksen? Richtig. Jetzt redet ihr so gut von Klucki. Aber der Typ nervt dich doch, kann ich sagen. Nein, eigentlich, er regt mich schon auf. Also meistens regt er mich dann auf, wenn ich ihn sehe, dann freue ich mich auf ihn. Nach 5 Sekunden könnte er schon einen tätschen. Einfach seine... Aber Danu, ja. Das muss ich abklären. Das hat etwas mit dir zu tun. Ich kenne einen guten Physiater. Nicht mit ihm? Ich kenne einen guten Physiater. Ah. Und dann kann mich der irgendwie heilen. Der kann dich heilen. So, dass du mir schon 10 Sekunden hast. Du wirst den Klucki nachher lieben. Ja, oh, ja, ich liebe ihn ja schon. Aber eben nicht immer. Er regt mir schon häufig auf und das geht mir nach. Also wenn du da einen Tipp hast, also. Nicht irgendeinen, sondern einen guten. Ein guter Partner. Alles gut. Ja, also da wäre noch schön, ja. Ich bin der Peter Rüegsegger oder Peugeot. Auch für das Gespräch ist es nur die einfacher, wenn man einander aussagt. Ich bin der Peugeot, dann freue ich mich. Also, erzähl dir mal, ihr seid da, ihr habt das Problem mit dem Christian Klukas oder ich sage dem Klucki. Leute los. Ja, ich bin schon ein bisschen Klucki geschädigt, weil ich kann mit ihm nicht normal umgehen. Also das eine ist, wenn ich ihm etwas frage oder ihm etwas schicke, per WhatsApp, gehen wir Tennis spielen, dann schlage ich einen Termin vor und er meldet sich dann, wenn der Termin schon vorbei ist. Ja, das kann man vorstellen. Meldet sich nicht.
Das ist eine relativ schwierige Situation. Aber ihr seid ja selber ein bisschen gespannt. Und ihr erwartet immer gerne, dass die Leute sofort Gringachi aus Eckle. Aber vielleicht ist der Christian oder der Klucki, wie ihr ihn nennt, ist vielleicht nicht unbedingt so einer, der halt so tickt wie dir. Ja, darum mögen wir einander ja auch so gut. Gegensätze ziehen sich an, sagt man langläufig. Ja, das ist so. Gut, wenn ich meinen Bauch anschaue, sind wir immer so gegensätzlich. Aber ja, das ist. Vielleicht muss ich da mehr Verständnis anfühlen. Das kann natürlich. Aber es belastet mich. Weil ich komme dann so benachteiligend vor. Ja, ihr habt eine Erwartungshaltung, die er nicht erfüllt. Genau. Und das ist relativ schwierig. Das ist in der Psychologie ist das etwas relativ Schwieriges, das man ohne einfach in einer Therapiesitze kann lösen kann. Dann müsst ihr gerne mehr als einmal zum kommen. Aber ich denke, geht doch einfach mit der Attitüde dorthin, dass ihr sagt, ja, er ist jetzt halt anders als ich. Und ich darf nicht erwarten, dass man innerhalb von 2 Stunden zurückschreibt. Vielleicht in 2 Tagen. Und wenn er dann in 2 Tagen schreibt, dann denkt er, hey, der Klug ist schnell geschrieben. Wäre doch ein Ansatzpunkt. Dann. Ja, ich kann es probieren. Aber ihr habt mir im Vorgespräch noch etwas anderes gesagt, wo ihr fast noch mehr aufregt. Tun wir doch das noch mal schnell erklären. Ja, das ist eine Eigenart von ihm. Die bringe ich bei ihm nicht weg. Und ich nach 5 Sekunden, wenn ich ihn treffe, aber schon auf 180. Zum Beispiel, wenn wir Tennis gespielt haben, dann sage ich so, Klucki, ich habe eine super Idee, wir gehen jetzt zum Mexikaner, da zu Dübendorf. Ja? Er sagt, das ist gut. Und eine Minute später kommt er und sagt, du, da, ich habe eine super Idee, wir gehen zum Mexikaner auf Dübendorf. Das bringt dich auf die Arme. Dann sage ich einmal, Klucki, ich könnte dir schon wieder einschmieren, das macht mich rasend und das geht einfach so tief und ich traue mich fast nichts mehr zu sagen, weil er tut das immer wiederholen. Ja, aber ich persönlich habe das Gefühl, dass er weiss, dass euch das aufregt. Und darum sagt er es auch gerne. Immer. Gerne. Immer. Das ist ja, das ist so. Der will mich so ein bisschen produzieren. Wollt ihr das nächste Mal einfach ignorieren, gar nicht lassen? Wie wenn es nicht gesagt hat. Ja, es ist schwierig. Er hat halt eben schon. Er ist halt schon relativ laut. Und das zu ignorieren. Ja, aber ihr seid auch kein Riesiger. Nicht, oder? Nein, ich glaube, dort. Vorher hat man gesagt, wir sind Gegensätze, die sich an. Aber dort seid ihr vermutlich beide gleich. Hört ihr einmal, Herr Natter oder Daniel, wir sind ja schon genug miteinander. Ich denke, ich würde gerne mit Ihnen noch mal eine Sitzung machen. Mm-hmm. Ich hätte Ihnen den 4. August vorgeschlagen, aber den könnt ihr ja nicht. Schade. Oh ja, den kann ich nicht. Nein. Ja, dann seid ihr besetzt. Nein. Macht nichts, dann suchen wir einen anderen Termin. Mm-hmm. Irgendwie nach der Sommerferie. Der Besche geht selber noch in die Ferien. Ja. Aber kein Problem, dann finden wir etwas. Ich mache euch ein WhatsApp, dann könnt ihr mir ja sofort die Antwort geben. Aber hört ihr, ich gebe euch da noch das Tablette. Nehmt da bitte. Bitte, ich schreibe da noch etwas auf. Muss ich das jetzt gerade nehmen? Ja, nehmen Sie das jetzt. Oh. Jetzt hat er doch das gerade genommen. Dann. Ist schon drin. Oh, verreckt. Okay. Was hat das für eine Farbe gehabt? Ein Blau. Uff. Himmels, Gottes Willen, Daniel. Das hätte er nie dürfen. Aber ich habe mir gesagt, eure Frau kommt in einer halben Stunde zurück. Ja. Hört einmal. Ich mache mich vom Acker, bleibe da, einfach da sein. Wenn sie kommt, ich denke, dann können wir es lösen. Und schnitten wir vermutlich, müssen wir den Notfall anziehen. Oh. Aber so ist es gut. Du, gell, und der Trikot denkt mir halt immer noch sehr gerne zurück. Vor allem bei uns wahrscheinlich. Ja, uns. Christian, was muss ich hören? Klucki und Manuela, bald seid ihr vereint. Ich gratuliere euch ganz, ganz herzlich. Vermiss dich, ja, hier, wie du siehst, unser Hintergrund. Du wirst es immer in guter Erinnerung behalten, unsere schönen Raucherpäuschen. Also, für euch und für die Zukunft alles, alles Liebe. Tschüss, feiert schön. Hoi, Klucki, was höre ich da? Du heiratest, wagst es wirklich das zweite Mal. Anscheinend eine ganz spezielle Frau, deine neue Frau Manuela. Freue mich sehr für dich. Haben gehört, am 4. August wird es ernst. Geniesse den Tag. Und alles, alles Gute.
viel Spass und lass dich wieder einmal blicken. Ciao, Klucki, tschüss. Zwei Körper, zwei Seelen, aber ein gemeinsames Leben. Herzliche Gratulation. Juhu, Klucki. Ich freue mich so fest für euch. Ich wünsche euch einfach nur das Beste, dass ihr viel gemeinsame schöne Zeiten habt und dass ihr heute ganz einen schönen Tag miteinander geniessen könnt. Macht's gut und alles, alles Liebe. Ciao zusammen. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. Es gibt aber im Fall auch noch andere Sendungen. Da habe ich auch gesagt, die Edward Tomlinson, die alt ist, 59, ich glaube, so Sendungen wie Dings da. Ja, wo so kleine Kinder tun das irgendwie, tun das so die Griffe, tun die... Also, das so mitmachen, also das kann folgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dings da. Auch heute stehen wir wieder vier liebe Kollegen zur Verfügung, welche Ihnen das Dings da erklären werden. Einerseits haben wir John Chiri aus dem Schanfig. Wir haben Tim aus Hamburg, Carly aus Basel und zu guter Letzt noch Hausi aus Gran Canaria, welche Ihnen das Dings da erklären werden. Ja, was ist das für ein Dings da? Das ist ein billiger Mist. Hausi hat so etwas nicht. Wie das ist durchsichtig, man braucht es nur, wenn das Wetter nicht schön ist. Alles ist ja sonst nur immer unterwegs, wenn es schön Wetter ist. Das Ding da, das ist etwas, wo man, wenn die Sonne scheint, braucht man es definitiv nicht. Auf diesem Bild wird es, und das ist dann auch im Namen drin beschrieben, wird es am südlichsten Punkt von Amerika gebraucht. Das Ding da, das, was man jetzt hier suchen, das ist etwas, wo man in Basel viel mehr brauchen kann als an diesem Ort. Die andere Seite braucht der Hausi nicht. Ja, es wird von einem Bärli gebraucht, dann macht es auch Sinn, wenn man von dem mehr als eins hat. Aber wenn eben nicht die Sonne scheint, dann sollte man es dabei haben. Aber meistens hat man es eben nicht dabei. Man lässt es zu Hause und denkt, kommt schon gut. Und dann hat man es vergessen. Es ist etwas, das man an der Elbe viel mehr braucht als an diesem Ort. Der Ort, der ist in der Nähe von Kuba, etwa 90 Meilen davon weg. Dort, wo das gebraucht wird, dort ist eigentlich so normalerweise immer schön Wetter. Das ist im südlichsten Punkt, das ist etwa 100 Kilometer unterhalb von Miami, wo der Hausi ja schon x-mal war. Und am besten, wenn man das Zweite ist, hat man eben nicht nur eins dabei, sondern gerade ja, eben, so viel, wie man dann auch ist. Und wenn man es braucht, dann war man zu voll und hat es zu Hause vergessen. Weil man eben gedacht hat, das Wetter sei schön, was in diesem Fall nicht der Fall wird gewesen sein. Hoffentlich habt ihr es dabei, wenn ihr es braucht. Und sonst sagt ihr, Kupferdeckel, wieso habe ich es wieder vergessen? Das Ding da. Ja, mittlerweile haben Sie den Begriff sicherlich erraten. Ja, es war nicht allzu schwer. Es geht um die Key West Regenpelerine im Duopack, welche diese beiden Leute im Hintergrund an diesem Tag sehr, sehr gut gebrauchen können. Das war es bereits wieder gewesen vom Dings da. Schalten Sie auch die nächste Woche wieder ein, wenn es darum geht, wie uns Promis das Dings da erklären. Einen schönen Abend. Und heute hast du auch noch nicht gesagt.
Weil ich kann gut malen, gell? Ah, du, hast du das gewusst, ey? Dann zeigt er mir plötzlich seine Bilder. Seine Pablos. Der hat echt richtig gut. Und der hat die 30 Farbdösel daheim und macht das. Aber erzählen würde ja nichts. Nein, er hat das noch. Ich glaube, der könnte da mal Geld machen. Sieht wirklich gut aus und du merkst, dass er aufgehängt. Das weiß ich ja nicht einfach ein Schein. Ja. Ja, herzlich willkommen zu Money TV. Auch heute wieder möchten wir Ihnen einen Anlagetipp mit auf den Weg geben, wie Sie Ihr Geld wirklich gut investieren können. Ja, soll es auf dem Sparbuch bleiben, würde ich Ihnen ganz sicher nicht empfehlen. Zinsen sind negativ oder ganz leicht im Positiven. Kaufen Sie Aktien, haben Sie ein gewisses Risiko. In Hypotheken investieren, also in Immobilien, auch da mit der Volatilität des ganzen Immobilienmarktes eher nicht zu empfehlen. Im Hintergrund sehen Sie Werke wie Mona Lisa, Picasso oder Andy Warhol. Ja, sind das die Tipps, die ich Ihnen mit auf den Weg gebe? Beileibe nicht. Weil wir sind uns auch bewusst, dass das vermutlich unser Budget überschreiten wird. Doch all diesen Künstlern ist gemeinsam, dass sie, wo sie ihre Werke kreiert haben, hat sie niemand gekannt. Hätte das jemand früher gewusst und hätte in diese Künstler investiert, dann wäre er bei Mona Lisa 500 Millionen reicher, Picasso 100 Millionen oder Andy Warhol auch gut und gerne 60 Millionen. Darum möchten wir Ihnen heute einen für uns sagenhaften, aufstrebenden Künstler vorstellen, welcher mit seinen Werken noch eher unbekannt ist. Wir sind uns aber bewusst, dass dieser Künstler, oder wir sind uns ganz sicher, dass dieser Künstler irgendwann einmal Furore machen wird und den Kunstmarkt, ja, hypen. Es wird ein Hype geben, einen hundertprozentigen Hype. Wir haben den Künstler, nicht mehr ganz jung, aber sehr, sehr dynamisch, haben wir in seinem Atelier besucht. Hier sehen Sie ihn hinten am Werk, wie er malt. Er hat diese spezielle Rollen-Pinseltechnik, die ihm ganz, ganz eigen ist. Wie Sie sehen, er malt auch immer, er malt barfuß. Er hat eigentlich, ja, er möchte nie den Bodenkontakt verlieren. Er ist immer sehr, sehr geerdet und auch, ja, er steht zu seinen Werken. Er hat das süffisante Lächeln von Mona Lisa. Ja, und wir sprechen hier von dem Künstler Klukas. Merken Sie sich den Namen Klukas. Er wird mit diesem Namen, und ich bin ganz sicher, das wird ein ganz, ganz großer Brand werden. Wir haben einige seiner Werke in seinem Atelier haben wir aufgenommen. Schauen Sie nur, er hat sie aufgehängt. Die Trilogie, die über dem Sofa hängt, ganz, ganz speziell in diesen rötlichen Farben mit seinem eigenen Stil, was er uns alles sagen will. Auch da das nächste Bild mit den Kerzenleuchtern beleuchtet, wirklich fantastisch am Abend, wenn die Sonne reinscheint in sein Atelier und dann die Kerzen noch brennen oder so. Ein wirklich fantastisches Werk. Und mein persönliches Lieblingsgemälde, Kunststück, ist dieses Bild, das Sie jetzt im Hintergrund sehen. Das ist dieser Baum. Und die meisten sehen einfach diesen rosaroten Baum und sehen unten diesen, vielleicht übersehen Sie ihn sogar, diesen kleinen Farbklecks. Doch das ist auch der Bild oder der Name des Bildes. Es geht um den Antrag. Da sehen Sie, wie ein Mann, wie er auf die Knie geht vor seiner Frau. Auch das ist wieder typisch für Klukas. Er nimmt die Gegenwart auf, er ist gerade aktuell dran am Heiraten und
Er malt das einfach, er bringt das gleich auf sein Gemälde. Ich stelle mir nur vor, dieses Bild hängt irgendwann mal im Louvre. Dann sind die Leute unter Kunststudenten oder Besucher oder wer auch immer oder so. Dann ist es in ihrer Interpretation zu sagen, was sagt ihnen dieses Bild von Klukas? Dann ist es vielleicht nicht mehr er selber, der seiner angebeteten Ela einen Antrag macht, sondern vielleicht ist es auch die Männlichkeit, die vor der Weiblichkeit in die Knie geht und einfach das Matriarchat anhimmelt. Ich möchte Ihnen noch etwas aus eigener Erfahrung sagen. Sie kennen ganz bestimmt die Geschichte von Picasso mit dieser Serviette, wo er einem Gast in einem Restaurant etwas aufgezeichnet hat. Dieses Werk hat heute Millionen wert. Und etwas Ähnliches habe ich mit einem Werk von Klukas selber erfahren dürfen. Sie sehen, ich ziehe jetzt gleich meine Handschuhe an. Sie fragen sich bestimmt, was, wieso zieht er jetzt weiße Handschuhe an? Bin gleich soweit, das kann sich nur noch um Minuten handeln. Bin so, beide Handschuhe anziehen, ganz, ganz wichtig, weil eben, wir haben natürlich von MoneyTV zuerst einfach mal angefragt bei Klukas, ob wir ihn überhaupt besuchen dürfen, und er hat sofort zugesagt. Und ich zeige Ihnen, was, darum ziehe ich es mit den Handschuhen an. Das ist ein Werk von Klukas. Das ist eigentlich die Parallelität zur Serviette von Picasso. Auch hier, er hat es an mich persönlich geschrieben. Ich habe dieses Kuvert, ich fasse es nur mit Handschuhen an, weil da ist die DNA von Klukas ist da drauf. Und ich werde das nachher, wenn wir diesen Dreh gemacht haben, werde ich das umgehend wieder in den Tresor zurückgeben. Auch da wieder, Sie sehen, hier unten da, Klukas. Einfach die Kraft in diesem Namen. Das ist ein griechischer Name. Das sagt es schon aus, wie er da ist. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass dieses Dokument einmal ganz, ganz viel Wert haben wird. Ich werde es in Ehren behalten. Ich werde es wieder in den Tresor bringen. Und ich möchte Ihnen ganz, ganz stark empfehlen, nutzen Sie die Gelegenheit. Gehen Sie noch heute vorbei in das Atelier von Klukas in Uster. Heute sind die Werke noch bezahlbar. Nach diesem Beitrag bin ich mir nicht sicher, ob es überhaupt noch für Normalsterbliche erwerblich sein wird. In diesem Sinne, investieren Sie in Klukas, und wir von MoneyTV sind auch nächste Woche wieder mit interessanten Tipps für Ihr Geld da. Einen schönen Abend. Klucki, ja. Ela. Hey. Ela. Klucki, alles Gute, Ela. Alles Gute, genau. Euch zwei. Gute. So, wir lassen es uns jetzt schmecken. Wenn ihr das gesehen habt, schon alles hinter euch. Salute! Ist das so? Ja, da sind ja schon geraten. Ja. Frau Klukas. Frau Klukas, oder wie es denn auch immer heisst. Doppelname, Einfachname. Ich heisse den auch Ackfeld nachher. Ja, eigentlich wäre das immer noch gut, wenn der Klug schon einen anständigen Namen hätte. Schweizer Name. Christian Hackfeld. Okay. Das klingt geil.